Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber und heiße dich herzlich willkommen zum 16. Special Day. Und heute freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Wir hatten ja schon bei der Sammlung bei Star Wars das Erwachen, sozusagen die Trade Card Sammelmappe, nicht die Trade Card Game Sammelmappe, sondern die Trade Card Sammelmappe von Topps und auch schon dementsprechende Booster geöffnet und alles. Und ich bin froh, die alte Serie, und zwar ist das Star Wars Force Attacks Movie Serie 1. Hier ist das geile Stück ergattert zu haben. Warum? Ganz einfach. Hier sind die ganzen Darsteller der ersten, ich glaube, 6 Filme drin, ich hoffe es jedenfalls, auf 3 Sammelmappen verteilt. An der zweiten, dritten Movie-Sammelmappe bin ich noch dran. Ich hoffe, ich kriege sie auch irgendwann in meine Finger. Jedenfalls, nach dem Intro geht es gleich los mit der Vorstellung der Sammelmappe und den ersten Sammelmappen-Update. Nun kann es losgehen. Hier die Mappe nochmal von der Frontseite gesehen. Da ist ja das erste Sammelmappen-Update ist. Ich keine, Sammelmappe geunboxed habe, möchte ich da noch eher mal einen Blick drauf werfen, bevor wir loslegen, weil es für mich ja auch Neuland ist. Richtig schönes Cover. Alle Hauptcharaktere drauf. Yoda, dementsprechend Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, die Jedi-Ritter. Da oben der Sith dementsprechend auch drauf. Hintergrund, eine riesige Explosion, richtige Feuerwand, ganz geil gemacht. Im Hintergrund höre ich eine Tür quietschen, die werde ich gleich mal eben schließen, weil das geht mir gehörig auf die Punkt. Rückseite wollen wir uns aber vorher auch nochmal eben angucken. Jo, ist genau die gleiche Sache wie die Vorderseite mit dem Unterschied. Hier unten hat man die Beschriftung Hersteller Topps Deutschland und dementsprechend starwars.com/fan. 2012, Topps Limited 2010. So, innen drinnen gucken wir auch mal eben rein. Die Checkliste auf der Vorderseite, hier links die guten Jedi-Ritter sozusagen. Geht los oben dann mit der Nummer 1, geht bis zur Kartennummer 122 und aufgeteilt ist das in Allianz. Danach Imperium, dann die Söldner und zuletzt die Republik auf der vorderen Front-Checkliste. Auf der Rückseite, da haben wir als Counterpart sehr geil eben dementsprechend den Bösenkanzler und Darth Vader, da geht es dann los mit der Kartennummer 123 bis zur letzten Nummer, die 240. Das sind losgehend die Separatisten, dann folgen Söldner, Kreaturen, Duell der Macht. Duell der Macht sind Jedi vs. Sith, also Jedi gegen Sith-Karten. Dann kommen hier Strikeforce-Karten, Star-Cards, Zusatzpower und Force-Meister-Karten. Also richtig viele unterschiedliche Sachen. Das macht schon mal Bock auf mehr. Ich lasse es auch gleich mal eben aufgeschlagen, so mit der vorderen Seite, dass ihr das auch sehen könnt. Ich finde das mit diesem Milchigen nie so toll. Also für die Videoqualität ist es sehr schwer, das durch dieses Milchige darzustellen. Und auch allgemein ist es einfach ein bisschen schwerer zu gucken. Darum, ich liebe es doch lieber klar, glasklar und deutlich HD-mäßig, sage ich nur. Aber hier, damit ihr es auch schon mal seht, sind dementsprechend die Karten im Stapel, ich habe sie noch nicht angeguckt. Ich werde nur mal kurz auf Stopp machen, um diese Tür zu schließen, die im Hintergrund immer quietscht. Und dann geht es gleich sofort weiter. So, nun kann es losgehen. Also, Tür ist zu. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen besseres... Ja, Atmos... Bisschen bessere Atmosphäre. Es geht gleich los. Star Wars Allianz Wookie-Karte. Wer wird das wohl sein? Müsste Chewbacca sein, wenn ich mich nicht irre. Bei den Filmen, jawohl, Chewbacca... Abwehr- und Angriffswert 71, 68 Karte. Gucken wir uns selber mal an. Erstmal nochmal von hinten. Auch wiederum wunderschön. Auch das Emblem im Hintergrund auf der Karte. Da lässt sich Topps ja auch immer was einfallen mit den Emblemen. Dementsprechend auch mit der Farbgestaltung. Die ändert sich ja auch immer. Darum finde ich das sehr gut, dass es also nicht immer gleich und stupide wird. Auf der Vorderseite jetzt mal die Karte angeguckt. Das ist, denke ich mal, eine ganz normale Basic-Karte, wie man so schön sagt. Chewbacca in einer Aktionspose, wie man ihn kennt, zottelig mit einer Knarre. Bewaffnet sieht danach aus.
Die sieht man kaum, die Waffe bei seinem Fell, richtig geil. Karten Nummer 4, Wookie, 4 Sterne, Abwehrangriffswert, ist überdurchschnittlich, sag ich mal, aber auch nicht der Burner und ist Karten Nummer 4, kommt also hier hinein. Das Schöne ist, wenn man jetzt weitermacht, wenn die Karten nummeriert sind, das hatten wir bei der Tops-Serie, die wir mal vor kurzem hatten, vor ein paar Wochen, die allererste Tops-Saison, da hatten wir es leider nicht und da ist es dann wirklich doof, weil man muss sich dann immer die Checkliste nehmen, weil man ja auch nicht abziehen kann, weil dann die Namen da stehen, aber keine Nummern drauf sind. Das hat Tops aber ja geändert, die Kritik hat man gesehen und dementsprechend gemerkt. Hier haben wir einen General drauf und zwar ist das Krix Mardini. Nummer 10, das wäre dann logischerweise diese hier, weil man ist ja bis 9, dann dreht man es um, also hier ist dann wiederum vorne, also wäre das die Nummer 10, die sehen wir auch gleich beim Umblättern. Hier haben wir einen Ewok, Pablo, also nicht der liebe Nette, das war so ein bisschen der, ja, die Stressmarie unter den Ewoks, sag ich mal, die Nummer 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das wäre dann... Wo ist denn das hier? Muss doch hier rein. Bin ich jetzt doof? Jawohl, ja. So, die Nummer 16. Als nächstes eine Allianzkarte Droide. Hier ist ein kleiner Fussel. Wow, FX7, medizinischer Droide, kenne ich jetzt selber gar nicht. Karte Nummer 25, geht bis 18, 27 und 25 wäre dann logischerweise hier. Dementsprechend auch einen sehr niedrigen Wert, nicht nur weil er Droide ist, denke ich mal, alleine auch weil er medizinischer Droide ist, hat er natürlich im Angriff nicht allzu starke Werte. Das macht auch absolut Sinn. Nun beim Imperium, ein Imperial Officer, das ist Moff, wen haben wir da? Moff Jejerod, Moff Jejerod. Dementsprechenden Angriffswert könnte ich mir vorstellen, sagt mir jetzt nichts, dass er vielleicht sogar beim Todesstern dementsprechend angestellt ist, um ihn zu verteidigen, weil der Angriffswert weitaus höher ist als der Angriffswert, aber genau bin ich mir da nicht sicher. 27, 8, 9, 30, 1, 2, 33 wäre dann hier. Hier sieht man also noch auch mal schön auf der Rückseite, kann man sich dann immer noch mal die Gegenparts angucken. Das hat Tops natürlich mit dieser Gegeneinlegung sehr, sehr gut gemacht. Hier einen coolen, richtig coolen, aber richtig schmal gebauten, finde ich, sehr schmal. Wenn man den Helm hier sieht und den Körper dazu, dann die Handschuhe, richtige Stulpenhandschuhe, sagt man, glaube ich, dazu. Richtig geil gemacht, die Nummer 39 als Pilot. 395, warte mal, da haben wir 36, 37, 38, 39 wäre dann auf dieser Seite hier oben. Können hier auch nochmal gucken, wenn das die 33 wäre, 34, 35, 36, 37, 38, 39, korrekt. So, Imperium Fahrzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, Fahrzeug, was kommt da? Ja, wie geil, ein TIE Bomber. Der TIE Bomber ist natürlich breiter gebaut, zum Unterschied zum TIE Jäger. Er ist dadurch langsamer natürlich als ein TIE Jäger, hat aber eine weitaus größere, gefährlichere Durchschlagskraft, weil er eben nicht nur mit Laserwaffen bewaffnet ist, sondern eben auch mit dementsprechenden Bomben, darum auch der Name TIE Bomber. Und er ist ja natürlich für Planeteneinsätze oder auf Großkampfschiffe geeignet. Also wenn man ihn darauf ansetzt, wenn da so eine Bombe durchkommt, dann richtet sie extremen Schaden an. So, da hätten wir die 45, 46, 47. Wäre dann logischerweise auf der Rückseite. Ach, so rum gehört die. Okay, mal sehen, wie das gleich aussieht, wenn wir hier so ein Fahrzeug schräg drin haben. Als nächstes Imperium Kampfstation. Ja, geil, geil. Todesstern 2. Todesstern 2, wieso, weshalb, warum? Hat natürlich was damit zu tun. Der erste Todesstern war ja fertig gebaut. Das wissen aber auch eigentlich alle, aber ich sage es trotzdem sicherheitshalber noch einmal. Der war ja fertig gebaut und der Todesstern 2, der bei dem dritten Jedi-Film, das ist also Episode 6 sozusagen, zum Vorschein kommt, war ja noch nicht hundertprozentig einsatzfähig. Die Nummer 53, 48, 49, 50, 51, 52, 53 kommt hierhin. Finde ich natürlich auch extrem geil, den Todesstern. So als Modell, wenn man den hat, nicht mal den fertigen, sondern wirklich den noch nicht fertigen mit diesen ganzen...
ja, noch Gerüsten sozusagen drum, finde ich absolut cool. Als nächstes kommen die Söldner, ein Verbrecher, Lord. Jabba, der hat. Also Jabba, sie hat. Natürlich dabei der böse Kollege. Numero 58. 4, 5, 6, 7, 8 kommt hier hinein. Jabba the Hutt finde ich auch richtig cool. Es gibt ja eine Animationsserie, was ich schon in den Covers und zwischendurch mal gesehen habe. Sein Sohn, der Name fällt mir natürlich nicht ein, aber wenn ich die Klonserie nochmal habe, da wird er sicherlich auch auftauchen. Und wie gesagt, ich habe die Klonserie übrigens, mir fehlen jetzt nur noch zwei Staffeln. Die sechste und die vierte oder die zweite. Eine von den beiden noch. Also auf alle Fälle die sechste auf alle Fälle und dann die zweite oder die vierte. Und sobald ich die zweite oder vierte habe, wenn es nur die sechste ist, dann werde ich auf alle Fälle anfangen zu gucken. Weil da kann ich ja dann ruhig erstmal schauen, bis ich da bei der sechsten bin. Das dauert dann ja etwas. Aber nun geht's weiter hier mit den Söldner-Plünderer. Gucken wir uns die Karte mal an. Ja, Plünderer in dem Sinne ist ja ein Java. Man nennt sie Plünderer, weil sie auch ausschlachten. Alles, was da auf dem Planeten... Tatooine ist das, glaube ich, da sind sie auch im Einsatz. Was ich cool fand, sind erstmal diese leuchtenden Augen. Und auch sehr berührend fand ich die Szene, wo, ja, wo, das ist der erste Film, Episode 4 ist das also dementsprechend, wo diese Jawas von den Sturmtruppen extrem niedergemetzelt werden, weil die auf der Suche nach R2-D2 und C3PO sind. 63 hier unten hin. Wenn man auch nochmal guckt, ein extrem hoher Wert finde ich für Jabba the Hutt, weil eigentlich tut der ja nicht viel und hat ja eigentlich nicht viel Power. Wird sogar, glaube ich, von Leia erwürgt oder so. Oder zumindest K.O. gewirkt. Aber ich glaube, er wird sogar getötet. So, das war die Corny 3 und halt 63. Naja, ich kann es ja trotzdem umdrehen, was soll's. Wir wissen ja, dass hier die 64 dann wäre. Jetzt haben wir, cool. Seht sie euch an, die Karte. Luke Skywalker. Das nehme ich natürlich zurück. Wie konnte ich das jetzt verwechseln? Das ist natürlich der Daddy Anakin Skywalker mit einem extrem guten Wert. 84, 87 Angriff und Abwehr ist er natürlich relativ gleich stark. Ich hätte ihn auch im Angriff etwas stärker gemacht, weil er eben dieses Hitzköpfige an den Tag legt, sage ich mal. Und da passt es natürlich, dass der Angriffswert da etwas höher ist. Meiner Meinung nach. Vielleicht seht ihr das ja anders. Könnt ihr gerne schreiben, wie ihr das seht. Es ist die Nummer 69. Das müsste dann 4, 5, 6, 7, 8, 9 hier sein. Ich muss sie ja doch umdrehen, weil ich kann sie ja sonst gar nicht einsortieren, ich Trolle. So, das wäre dann hier sozusagen. Und gucken wir nochmal. 63, 4, 5, 6, 7, 8, 69. Jawohl, ja. Als nächstes die 78. Sassy Teen. Das ist der Berater, wenn mich nicht alles täuscht. Also der sitzt, glaube ich, in diesem Jedi-Aufsichtsrat drinne sozusagen. Ist ja auch ein Jedi-Ritter hier angegeben. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, er sitzt da in diesem Rat mit drinne, wo die da dementsprechend, glaube ich, auch abstimmen, ob sie Anakin Skywalker als Kind dementsprechend damals noch aufnehmen sollen oder auch nicht. Die 78, wenn wir hier die 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8 würde hier hineinkommen. Hat einen relativ schwachen Jedi-Wert, 70 und 64. Andererseits sind das natürlich auch noch keine 90er-Werte und es ist immer ein Anakin Skywalker. So, als nächstes, wen haben wir denn da? Luminara Unduli. Taucht, glaube ich, auch in der Clone Wars-Serie, Animationsserie auf. Auch da könnt ihr mir gerne reinschreiben, wenn das der Fall ist. Finde ich richtig geil, die Karte. Auch hier mit den Armschienen dementsprechend so eine Art... Ja, sie steht eher wie ein ja, Samurai, würde ich schon sagen. Richtig geil, auch die Gürtelschnalle passt super gut dazu. 79, 80, 81, 283, 84, das wäre also hier oben die Rückseite. Wollen wir sie auch gleich dementsprechend einsortieren. So, zack. Als nächstes Republik Kanzler. Ja, das müsste ja Palpatine sein, Kanzler, oder? Jo, es ist der oberste Kanzler Palpatine. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, ich wusste es. Ich wusste es irgendwie. Der kam auch anfangs schon so rüber, als wäre er mir da zu lieb und zu nett. Normalerweise solche lieben, netten Leute überleben eigentlich in so einer Serie nicht lange. Und da er überlebt hat, war mir dann schon ziemlich schnell klar, dass er ein böser, böser Kerl ist. Dass er der Allerböseste ist, habe ich auch sogar vermutet. Ganz, ganz ehrlich, also ich will da nicht lobhudeln, mich selber beweihräuchern,
sondern da war mir das wirklich sehr schnell klar. Wie ist das bei euch gewesen? Wusstet ihr auch denn schon relativ früh, oh yo, der kommt so rüber wie der Böse, weil er einfach zu gut ist? Oder wie seht ihr das? Schreibt es auch das in die Kommentare gerne herein. Also, was hatten wir jetzt hier? 81, dann wäre auf der Rückseite 90, dann müssen wir schon ganz rüber. Also hier wäre da die Nummer 90. Es ist die 94, der oberste Kanzler Palpatine. Wie ihr seht, ist natürlich noch nicht viel geschehen hier. Es sind ja auch dementsprechend wenig Karten. Aber ich kann euch ja beruhigen, ihr wisst Bescheid. Morgen gibt es ja gleich ein weiteres... Wartet mal eben. So, einen weiteren Special Day mit dieser Serie, der ersten Movie-Serie, wo also weitere Karten hineinkommen. Weiter geht es aber, jetzt genug gesammelt, mit der Republik Gungan. Ein Gungan oder Gungan, das sind ja die... Ja, die versuchen, die Sprache zu sprechen, aber immer wieder ein bisschen Kuddelmuddel reinhauen in ihre Sprache, dementsprechend sich auch teilweise tollpatschig benehmen. Nicht alle. Also, man muss sagen, die normalen Gungan sind ja relativ normal. Die bauen jetzt nicht so viel Mist wie der Kollege von der Anakin. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, fällt mir nachher bestimmt ein, aber wie gesagt, eine ganz lustige Truppe. Nummer 101, ich denke auch mal für die Kids ist diese Rasse hervorragend, wie es damals für mich als Kind die Ewoks waren, sind es vielleicht die Gungan für die heutige Generation. So, 96, 99, 101 ist dann hier oben in der Mitte drinne. Es ist wirklich noch sehr, sehr jungfräulich. Wenn man letzte Woche hatte ich ja noch die Force Attacks, den letzten Tag, da war das schon richtig voll und hier fehlt noch ein bisschen was. Ein Republik-Pilot, da bin ich mal gespannt. Ein Naboo-Pilot, die lassen sich ja am Anfang relativ schnell gefangen nehmen von der Übermacht der Republik. Dementsprechend ist dieser Charakter für mich auch absolut unbekannt. Da muss ich nochmal die Episode... Was ist das denn? Das ist dann die Episode 1. Ja klar, es ist ja die erste Episode nochmal angucken, weil da ja die Naboo-Piloten am Ende noch in den Kampf eingreifen, nachdem sie befreit werden von den Jedi-Rittern. So, 2, 3, 4, 5, 6 hier unten... kommt diese Karte hinein. Dann können wir sicherlich drehen, weil 7 und 8 kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Freundin das so sortiert hat. Das macht sie ja nicht immer sehr relativ flexibel, seitig. Republik-Fahrzeug. Was kann denn das jetzt sein? Ein Republik-Fahrzeug, das waren ja die Landungstruppen. Also die bösen Roboter. Mal kicken. Oh yo, richtig geil. Ein AT-TE. Sieht auch richtig fett aus, die Maschine. Das sind ja die, die am Anfang und auch am Ende vor allem gegen die Gungan eingesetzt werden in dieser Schlacht. Auch, sieht auch richtig geil aus, die Karte. Ja, hat einen sehr extremen Angriffswert, weil es ja eben auch ein Angriffsfahrzeug ist, macht dementsprechend auch Sinn. 7, 8 hatten wir hier, 9, 10, 11 ist also, ich muss nur gucken, wie rum sie gehört. So herum kommt sie hinein, sieht also auch richtig edel aus. Es wäre schön, wenn das jetzt hier alles Fahrzeuge wären, die alle so geschnitten sind, weil dann kann man sie sich besser angucken. Ich finde es, ja, das ist eine Sache, die Tops eigentlich machen sollte und das auch cooler machen sollte. Also wenn man denn Fahrzeuge und Raumschiffe reinmacht, was ich ja völlig richtig finde, würde ich das so machen, dass sie das dann wenigstens so clever anstellen, dass wenn man die Karten einsortiert, dass es so hinkommt, dass man zum Beispiel alle diagonalen Karten dementsprechend dann in diesen Feldern sortiert hat und nicht zwischendrin wieder so einen vertikalen und dann macht dieses Gesamtbild, wenn man die Mappe relativ voll hat und dann sind die Karten da kreuz und quer drinnen liegen, finde ich einfach nicht so toll. Ähnlich mit diesen Dreier-Sets oder Vierer-Sets. Vierer-Sets finde ich völlig sinnlos bei einer Sammelmappe, wo drei nebeneinander sind. Außer es ist dementsprechend so angeordnet, dass es hier so rübergehen würde. Weil wenn ich eine Vierer-Set-Karte habe und lege sie mir hier nebeneinander und hier ist dann die vierte oder ein Dreier-Set, was hier beginnt und hier endet, sieht auch für den Arsch aus. Aber da hat Tops ja wirklich nicht so... clever bisher reagiert. Ich hoffe, die hören da mal drauf und machen das so. Aber vielleicht haben sie es auch gehört und ich weiß es nur noch nicht. Wir werden sehen. Wenn ihr da schon was wisst, schreibt es in die Kommentare. Oder wie findet ihr das? Sagt ihr, ist doch Hupe. Ich will doch die Karten nur voll haben und nicht angucken. Oder sagt ihr, jo, hast recht, das wäre echt cooler. Schreibt es rein in die Kommentare. Ein Republikfahrzeug. Das Ding sieht natürlich richtig geil aus. Das ist das Raumschiff. Königliches Sternenschiff von Naboo, mit dem sie ja, ja flüchten von dem Planeten dementsprechend, wo dann auch die, ist es die Kaiserin oder die Königin, wie nennt sie sich, Kaiserin oder Königin, dementsprechend ist ja auch egal, ihr wisst es sicherlich, flieht, auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben,
ein richtig fett geiles Schiff, weil es sieht richtig, ah, das hat was, das hat einfach was. Die also das Raumschiff ist richtig geil. Während das so richtig so noch grob schlechtig, panzermäßig ist, ist das so ein richtig edles Luxusjachtteil. So, genug gesammelt. Gucken wir weiter. Wen haben wir hier? Einen Cis. Und wen haben wir da? Dark Sidious. Also sozusagen, ja, das müsste ja dann der oberste Kanzler Palpatine sein, der dementsprechend sich nur als Dark Sidious ja auch tarnt. 18, 19, 20, 21, wäre dann die Rückseite. Die Karte bringt mir trotzdem nochmal angucken. Sieht einfach geil aus. Der Hintergrund so duster, dann leicht aufleuchtend. Der Hintergrund passt natürlich auch zu einem Sith oder zu einem Jedi dementsprechend. Sehr geil gemacht. Also die Karten an sich, auch die normalen Basic-Karten, sind schon wirklich eine Wucht. Also Tops macht das echt schon fast perfekt, was das betrifft. Man muss sie auch loben. Also wenn man sie kritisiert, muss man sie natürlich auch dementsprechend loben, wenn sie was Gutes machen. Hier haben wir einen Nemo Diano. Und zwar Dolte Dolphin. Nummer 129, natürlich mit gar keinen guten Werten, weil er ja auch eigentlich eher so die Handelsföderation, glaube ich, steht da was drin, Separatisten, okay, die Separatisten dementsprechend unterstützt. Wo haben wir sie denn drin? Warte mal, wenn wir hier, jetzt habe ich mich wieder versammelt, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das heißt 7, 8, 9, sie kommen dann dementsprechend hier oben rechts in die Ecke hinein sortiert. Weiter geht es mit einem separatistischen Droiden. Ein Bass-Droide. Sind das die dementsprechenden Wächter, die da auf dem Schiff am Anfang, ich sag mal, den Jedi-Rittern, beiden Jedi-Rittern richtig einheizen? Oder ist das nicht der Fall? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich mir nochmal genau angucken, ob die auf dem Planeten vorkommen oder auf diesen Schiff der Handelsföderation. Das muss ich mir nochmal genau angucken. 3, Nuper, 2, 3, 4 wäre dann hier, oder? 30, 31, 32, 33, 34, jawohl, ja. Obwohl, er hat einen relativ schlechten Wert. Ich glaube, da gibt es welche, ich weiß nicht, die sind auf dem Schiff und dann kommen die angerauscht wie die Irren und sind richtig schwer tot zu kriegen. Eine richtig geile Abwehrtruppe sozusagen. Was haben wir hier? Oh, geil. Ein Fahrzeug der Separatisten. Ist das nicht der Solarsegler von dem... Nicht von Sidious, sondern von dem... Christopher Lee heißt der Hauptdarsteller. Mir fällt der richtige Filmname nicht ein. Christopher Lee ist, glaube ich, der Darsteller, der dieses geile Gefährt fliegen darf. Oh, das würde ich auch gerne haben. Ach, egal. 141, also 35, 6, 7, 8, 9, 0 und 1 hier hinein. Eine richtig geile Maschine. Nun kommen wir zu den Söldnern schon. Kopfgeldjäger. Ja, der sieht auch geil aus. Aura Sync. Die Sync-Truppe, die kommt ja auch dementsprechend. Nummer 148. Die kommt ja auch in den 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In den Animationsfilmen kommen die, glaube ich, auch sehr häufig vor. Die mit diesen hinteren, ich weiß gar nicht, ist das denn so ein Haar? Soll das ein Haaransatz sein? Bin mir jetzt nicht genau sicher. Der Wert ist auch ganz ordentlich mit 50 und 68. Auch ein sehr, sehr guter Wert. Und hier haben wir die Banta. Die Banta kennt, glaube ich, jeder. Auch von den allerersten Star Wars Filmen, der damals rauskam, also Episode 4. So, nicht wundern, die 20 Minuten waren wieder voll. Da ist immer meine Kamera natürlich up to date. Also, wir waren bei den Bantern. Die Viecher, wie gesagt, ich hätte auch gern so ein Haustier. Ich habe zwar einen Kampf-Pekinese, aber der kleine Junge wäre auch ganz geil. Damit durch die Stadt cruisen wäre sicherlich eine ganz coole Kiste. Aber, naja gut, ich glaube, in Deutschland kriegst du das auch nicht genehmigt. Bei den Amis vielleicht, die sind da ja ein bisschen lockerer. Die fahren da ja mit aus durch die Gegend, wo ich die Krise kriege. Duell der Machtkarte, cool. Jedi vs. Sith, mal sehen, um was es da geht. Ah, Darth Vader gegen Obi-Wan Kenobi, Episode 4, der erste Star Wars Film, damals als Kind. Auch hier richtig geil. Im Hintergrund sieht man den Millennium Falcon, also Falcon, den rasenden Falcon, nennen sie es auf Deutsch, Duell der Macht. Eine plus 5 Angriff oder plus 5 Abwehr oder eine Kombinationskarte, ich weiß es nicht, 5 Sterne sind jedenfalls drauf. Ich hätte gern mal gesehen, wie damals die Lichtschwerter aussahen, also wie sie gemacht haben. Da gibt es bestimmt Making-ofs,
ob die das auch mit so einem Plastikbeleuchtungsding gemacht haben oder nicht. Hm, egal. Wollen wir mal gucken. 73, oh, das ist weit weg. 7, 8, 9, 0, das sind wir bei 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73. Also ihr seht, die Lücken werden größer. Ups, richtig rum machen natürlich. So, hier hätten wir die 73. Nun kommt Karte. Ein Jedi-Ritter der Republik Strikeforce-Karte. Ach, das sind ja diese Dreier-Sets oder so. Hier hat man die Kartennummer 184. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, da geht's genauso wie bei der Clone Wars-Serie auch. Bei der ersten. Ich weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ich lasse mich da mal überraschen. Ihr könnt es mir auch hier reinschreiben. Ich finde es, wie gesagt, doof. Ich finde die Kartensituationsidee cool. Wenn man so Dreierkarten nimmt, ist es sehr gut. Oder auch Sechserkarten oder Neunerkarten. Aber dann muss es einfach von der Reihenfolge passen. Das ist hier, wie ich sehe, eine mittlere Karte, würde ich sagen. Wenn ich mich irre, wäre es schön. Wenn sie daraus lernen würden, irgendwann wäre noch schöner. Also, wie gesagt, egal wie geil sie die Karten machen, das macht Tops wirklich gut. Aber das machen sie echt beschissen. Beschissen. Okay, weiter. Allianz Rebellenkarte. Wow, eine Glitzerkarte, die ich immer so gerne sage. Foil, Glitzer, Rainbow, was auch immer es blinkt. Die findet meine Freundin komischerweise auch immer am coolsten. Naja, dazu sage ich jetzt nichts weiter. Kartennummer 213. Eieiei, das ist aber weit hinten. Supergeiler Kampfwert. Supergeile Karte. Luke Skywalker Leia. Dann, wie gesagt, dieses beleuchtende, so einen bläulichen Hintergrund auf den silbernen. Dazu die Figuren. Richtig cool gemacht. Richtig krasser Wert. 89, 87 Zusatz-Power-Karte. Ja, was ich noch sagen möchte, zum Beispiel zu Leia. Die finde ich ja echt cool, fand ich damals als Kind natürlich mega sexy, sag ich mal. Was ich bei ihr schön finde, ist, hier hat man, glaube ich, eine Szene genommen aus der Episode 6, wäre das dann, Rückkehr der Jedi-Ritter, wo sie von diesen, von Jabba the Hutt, von seinem Wüstenschiff fliehen, weil sie da dieses Tänzer-Outfit anhat und so sehr leicht bekleidet ist. Aber trotz allem, wo sie so leicht bekleidet ist, finde ich, hat sie immer noch, irgendwie strahlt sie klasse aus. Eine dementsprechende Klasse, die man eben, ich sag mal so, da geht man nicht hin, auch wenn man sie so sieht und sagt, sag mal 50 Mark, komm's mit. Also das läuft da bei so einer nicht, das würde man gar nicht fragen, auch wenn sie so wenig anhat. Das meine ich bei Leia, finde ich zum Beispiel richtig gut, dass sie einfach Klasse hat. Auch wenn sie, wie gesagt, wenig anhat, hat sie eine bestimmte Klasse. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber so finde ich jedenfalls. Sag das nicht meiner Freundin. Ach, die guckt die Videos sowieso nicht, was soll passieren. 86, 89... Oh, da sind wir aber weit weg. 90. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Verzählt. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, 13. Das ist dann ganz hier hinten drinne. Alter Verwalter. Junge, Junge, und es gibt 240 Karten. Ja gut, Platz in der Map ist ohne Ende, das ist nicht das Thema. Aber das ist schon heftig, 213. Und wie gesagt, es gibt 240 Karten, da ist also noch genug Platz nach oben. Das war's fürs Erste. Morgen geht's ja gleich weiter mit dem nächsten Special Day, den Sammelmappen-Update Nummer 2 aus der Movie-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Abend. Genießt den Tag, obwohl es ist ja wirklich schweinekalt mittlerweile draußen. Genießt es trotzdem, was soll es. Und ja, dann melde ich mich mal ab. Abonniert den Kanal, Daumen nach oben bei Fragen, Kommentare, Kritik, Lob, was auch immer. Haut das in die Kommentare rein. Ihr kriegt garantiert auch Antworten, auch bei kritischen Antworten. Das wisst ihr ja bei mir mittlerweile. Da bin ich absolut so, wie ich das sehe und antworte auch kritische Fragen oder sehen das sogar in die Wochenvorschau mit rein. Also, ansonsten, wie gesagt, melde ich mich jetzt ab und sage ciao, möge die Macht mit euch sein, meine kleinen Padawans.